Hallo und herzlich willkommen zur Gunpower Community. Heute gibt es mal eine kleine Premiere-Ausgabe. Und zwar habe ich heute mal den Gunrunner hier zu Besuch. Guten Tag. Von dem ich auch hier dieses kleine Schmuckstück bekommen habe. Aber was sich da drin verbirgt, das zeige ich euch gleich. Also, viel Spaß dabei. Viel Spaß. So, ja, da haben wir das gute Stück, mal anders wie sonst, im schwarzen Kunststoffkoffer, hier im, ja, Oliv. Was ist es, Oliv? Camouflage. Genau. Und da haben wir sie, die Röhm Vector CP1, oder? CP1 in Camo. Ja, das ist das gute Stück, was der Gunrunner mir hier heute vermacht hat. Sehr schöne Schreckschusswaffe, hier im Camouflage-Design. Kaliber 9mm. Man sagt auch Realtree. Realtree. Ja. Ja, ich bin nicht so der englisch begabte Kerl. Hier mit 13 Schuss Magazin. Gibt es sonst im, was ist es? 12-schüssig, aber mit einem ganz kleinen Schuh. 12-schüssig, ja. Mhm. Also wenn wir ein 12-schüssiges Magazin haben, haben wir so einen kleinen Schuh, dass wir keinen großen Handgriff mehr haben für unsere großen Hände. Ja gut, hier kriegt man ja die Finger Richtig. Wirklich noch das ist super. Sehr gut unter. Deswegen auch von dir, ne, weil du natürlich deine Finger da irgendwie auch unterbringen musst. Ja. Deshalb mit einem 13-Schuss-Magazin. Was sonst? Ja, was haben wir hier? Hier haben wir natürlich den Magazinauswerfer. Hier den Zerlege- oder Demontagehebel. Ja, klar, Abzug. Was sehen wir hier noch? Kaliber 9mm PAK, PTB ist die 749, noch original von Röhm, also Umarex hat hier diesmal die Finger oder hatte die Finger noch nicht mit im Spiel. Hier auf dem Auswurffenster noch Beschusszeichen und die Seriennummer. Hier nochmal Röhm GmbH Sontheim Germany. Ja, das Griffstück, nochmal Vector-Logo. Und ja, natürlich gibt es hier auch noch einen schönen Kompensator oder Schalldämpfer, ist ja eher ein Schalldämpfer, mit demselben Finish drauf. Der funktioniert auch. Der funktioniert auch. Der ist voll. Das werden wir gleich, glaube ich, mal testen, obwohl es ja eigentlich schon... Blasphemie ist die Waffe, ja, zu schießen. Was schon fast eine Sünde ist. Ja, hier natürlich nochmal Bedienungsanleitung. Sieht man auch ganz klar, dass noch original von Röhm ist. Was haben wir hier? Das für den Kompensator. Ja. Oder auch Schalldämpfer genannt. Hier sieht kein man, Laufgewicht. Kein Laufgewicht. Hier sieht man nochmal, wie er aufgebaut ist. Ja, was ist noch dabei? Ein kleiner Abschussbecher. Ja, der wirklich irgendwie klein wirkt. Ne? Ja, für die Pure. Eine gegen den Schalldämpfer, ja. Reinigungsbürste, die ich ehrlich gesagt so klein auch noch nicht gesehen habe. Ja. Also die anderen sind eigentlich was größer. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Wie gesagt, hier haben wir den Zerlegebügel. Ich will hoffen, dass ich das jetzt auch so auf Anhieb die Waffe zerlegt bekomme. Natürlich ist es eine Röhm. Ja. Ja, aber jetzt eine Premiere zum ersten Mal. Ja, hier haben wir die typische Feder über dem Lauf. Wie auch bei der RG96. Selbst der Lauf, finde ich, sieht genauso aus wie bei der RG96. Ist ein Stahllauf, sieht aber ein bisschen messingfarben aus. Ja, das ist Original Röhm. Ja, das ist Original Röhm. Ja, soweit ich das sehen kann, sind die Schlossteile hier aus Stahl. Natürlich. Bei dem Schlaghammer, weißt du es? Zink, Stahl. Also normalerweise ist das Stahl verstärkt. Stahl verstärkt? Mhm. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher, mein Vector-Video ist so lange her. Nee. Ja, ich kann es jetzt nicht ganz klar sagen. Mein Magnet, der liegt so weit weg.
Ja, aber sieht schon mal sehr, sehr hochwertig aus. Also ich würde jetzt theoretisch sagen, einfach mal mutmaßen, der Hahn ist aus Stahl, weil das einfach eine richtige Röhmwaffe ist. Okay, der Stoßboden? Auch. Stoßboden auch? Ja. Ja, gut. Der Schlagbolzen wird mit Sicherheit aus Stahl sein, genauso wie hier die Auszieherkralle. Also da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Definitiv. Wir haben hier sogar ein wenig Camouflage im Schlitten. Ja, schön, ne? Ja. Oder sind das die Schatten? Nein, das ist doch schon farbenübergreifend. Das ist jetzt übrigens die lange Rückholfeder, wie man sieht. Ach, da gibt es auch eine kurze. Ja, da gibt es auch noch eine kurze. Die ist jetzt hier nicht bei. Solltest du die benötigen, schicke ich sie dir zu. Das ist gar keine Frage. Ach was. Aber wir versuchen erstmal, ob die Waffe auch so schießt, würde ich sagen. Sollte sie. Meine Vectors haben immer auch mit der langen funktioniert, mit jeglicher Munition. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das sehen wir ja gleich. Ja, man sollte das Magazin schon richtig rum anschieben. Gut, die Form hier von dem Magazin habe ich so auch noch nicht. Ist schon ein wenig verwirrend. Die soll ja auch eine Griffstückverlängerung im Grunde sein mit dem Schuh, ne? Das ist ja natürlich optimal so. Ja gut, wie gesagt, ne, ohne Magazin wäre das Ganze... Richtig. Und so sieht die fast mit dem 12-schüssigen aus. Ja, also da bin ich ja schon mal froh, dass du mir die mit dem 13-schüssigen mitgebracht hast. Logo, für dich doch immer. Ja, das war es soweit von der Waffe. Und dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Schusstest. Ich würde sagen, zwei Magazine. Einmal ohne Schalldämpfer, einmal mit Schalldämpfer. Und dann wollen wir beide hoffen, dass das finde ich nicht zu sehr hier am Auswurffenster darunter leidet. Und ja, schauen einfach mal, was passiert. Richtig. Also, bis gleich. Bis gleich. Ja, so, dann kommen wir mal zum Schusstest. Und zwar werden wir hier mal die Fiocchi-Patronen testen. Mit dem Schalldämpfer drauf und hier die Codex-Patronen ohne Schalldämpfer, weil der Gunrunner mir gerade gesagt hat, dass die meisten Vector CP1 hier mit schwächer geladenen Patronen ein Problem haben. Und ja, könnt ihr ja vielleicht selber mal erzählen, wo da meistens das Problem liegt. Ja, einfach an der langen Rückholfeder, ne? An der langen Federführung, die liegt, im Grunde liegt da immer eine kurze Feder noch bei, eine kurze Rückholfeder für den Verschluss, für schwächer geladene Kartuschen. Ich werde euch aber heute hier mit Dibo beweisen, dass diese Waffe auch mit der langen Feder die schwach geladenen Kartuschen abschießt. So einfach ist das. Und davon bin ich überzeugt. Ja, wie gesagt, ich habe mal gelesen, hier die Codex-Patronen sollen sehr schwach geladen sein, sehen auch, so wie wir beide das gerade festgestellt haben, aus wie als wenn was weniger Pulver drin wäre. Oh ja, da ist weniger Pulver drin. Also das grüne Käppchen vorne liegt wirklich bestimmt 3-4 mm weit zurück. Sieht aus wie eine tolle Laufsperre. Ja, genau. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Codex-Patronen einfach an. Richtig. Ohne Schalldämpfer. Und ja, schauen mal, wie das so läuft. Also, bis gleich. Bis gleich. Ein Magazin 13 Schuss Codex Kartuschen mit der Röhmwecker CP1 Camouflage vom Dibo. Mit der langen Rückholfeder. Das war's. Und nachdem ich so eine große Fresse hatte und es hat wieder mal nicht geklappt, haben wir jetzt mal ein bisschen Flunatec wieder in die Zuführung gesprüht und wieder die gleiche schwach geladenen Codex-Kartuschen geladen. Und ich hoffe doch mal, dass das jetzt funzt.
Das liegt einfach an der langen Rückholfeder bei schwach geladenen Kartuschen. Wir laden gleich mal andere Kartuschen und zeigen euch das dann nochmal. So, der Gunrunner hat das ja gerade mit den schwach geladenen Kudex-Patronen probiert. Eigentlich wollten wir mit Schalldämpfer die Fiocchi schießen, aber das sparen wir uns jetzt mal, um einfach mal zu gucken, ob das wirklich an der Rückholfeder liegt oder nicht. Also hier jetzt einfach mal ein Magazin Fiocchi mit der langen Rückholfeder. Auswurfstörung. Tja, also mit der Feder scheint das nicht so wirklich funktionieren, auch nicht mit den starken Patronen. So, jetzt testen wir das Ganze nochmal mit Schalldämpfer und 13 Fiocchi-Patronen. Ja, was? So muss das. Ja, eine einzige Auswurfstörung, aber wie man sieht, hat es funktioniert. Liegt mit Sicherheit wirklich nur an dieser langen Rückholfeder. Ja, dann kommen wir mal zum Fazit von der Vector. Ja, was haben wir da gerade gesehen mit den Kodex-Patronen? Wie würdest du es beschreiben? Ich würde sagen, die Rückholfeder ist zu lang, deshalb liegt eigentlich bei der Vector immer die kürzere bei, für schwach geladene Kartuschen, wie es bei der Kodex-Munition leider der Fall ist. Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Kurioserweise hat das mit den Fiocchi-Patronen auch nicht wirklich funktioniert, obwohl ich da eigentlich dachte, dass das besser klappen würde. Minimal hat es besser geklappt, aber Auswurf- und Zufuhrstörungen gab es trotzdem ein paar. Ja, mit dem Schalldämpfer hier hat natürlich den Staudruck, sag ich mal, enorm erhöht. Deswegen hat das auch wirklich sehr gut funktioniert gehabt. Ja, war jetzt meine ersten paar Schüsse mit dem Schalldämpfer. Man hat wirklich kaum was gehört. Ja, das war schön. Ne? Ja, also im Großen und Ganzen finde ich es eine wirklich sehr, sehr schöne Waffe. Vor allen Dingen auch mit diesem Finish hier. Gut, das mit der Feder gibt halt kürzere. Das wird man auf jeden Fall noch testen. Ja, was kannst du noch zu der CP1 sagen? Also ich kann sagen, dass sich über die Waffe ja immer die Geister scheiden, sei es die Optik, die Haptik oder auch die Funktionsweise. Wir werden das machen. Du kriegst von mir die kürzere Rückholfeder, die besorge ich dir. Und dann wirst du sehen, dass die alles verschießt. Jede Art und auch die Victory-Munition. Leider gab es da dieses Prinzip mit der Mahnenschraube noch nicht, zu den Zeiten 2004 hier bei Röhm. Ich finde auch mit dem Schalldämpfer, das war angenehm, da haben wir auch die Micke-Mäuse abgesetzt von Ohren. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Wir haben Beschuss AE, das ist 2004, die Waffe ist 11 Jahre alt und damit eine absolut originale Sondheim-Waffe. Hat ein super geiles futuristisches Design, wir haben auch keinen Schlittenfanghebel, wir haben eine runde Pistole, die ihr ziehen könnt aus dem Halfter, wo nichts sich verhakt, verklemmt oder sonstiges. Wir haben auch keine Sicherung, keine manuelle. Wir haben nur eine Sicherungsrast beim Hahn, vielleicht kannst du das nochmal kurz zeigen, Debo. Ja, da ist sie. Und das war es dann auch schon. Und auch der Magazinauswurfknopf ist eben im
ja, im Griffstück eingelassen. Der ist hier wirklich bündig. Also es gibt hier überhaupt gar keine, wie sagt man, Widrigkeiten, wenn man diese Waffe ziehen muss. Keine Haken. Richtig, keine Haken und Kanten. Ja. Ja, das Design, ja, davon. Ja, das Design, ne? Ja, das so ist viel das dazu. Realtree, Camouflage, besser geht's nicht. Ja. Südafrikanische Polizeipistole ist im Original immer schwarz. Und hier im SSW-Bereich dann in diversen Finishes. Wir haben Nickel, wir haben Steel-Finish, wir haben Bruniert, wir haben die V2000 Sonderedition und wir haben die außerordentlich seltene Realtree Camouflage. Und das ist diese hier, die der Marco ab heute besitzt. Ja, da kann ich wirklich nur hoffen, dass mir die niemals irgendwo im Dunkeln ins Gras fällt, weil die werde ich wahrscheinlich nie wiederfinden, erst beim Rasenmähen. Richtig. Ja, wie gesagt, das war es soweit von dem Review über die Vector CP1 hier im Camouflage oder Realtree Finish. Und ja, was gibt es da noch mehr zu sagen? Wie Prost! Genau, Prost! Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!